Das ist die Kombination und zeitgleiche Nutzung mehrerer Internetleitungen. Fälschlicherweise wird WAN-Bonding oft mit Load Balancing gleichgesetzt. Das ist aber bei weitem nicht das Gleiche. Kombiniert man zum Beispiel 450 Mbit DSL-Anschlüsse durch Bonding, erhält man eine Gesamtperformance für eine einzelne Session von ca. 160 Mbit. Im Load Balancing hingegen sind maximal 50 Mbit für eine Session möglich. Für jeden, jeder, der eine stabile Anbindung ins Internet oder eine Zweigstelle benötigt, kann hiervon profitieren. Wir haben vom kleinen Soho-Gerät bis hin zum Enterprise 19-Zoll-Gerät alles im Portfolio. Ebenso sind unsere Geräte für die Einbau in Busse, Züge geeignet und auch zertifiziert. Die Router von Peplink sind sehr einfach zu konfigurieren. Vergleicht man die Kosten eines Peplink-Routers mit dem, was eine dedizierte Leitung oder gar eine MPLS-Leitung kostet, so amortisiert sich ein Peplink-Router bereits im ersten Jahr zu 100%. Die patentierte Technologie erlaubt uns, unterschiedliche Medien und Leitungen oder Provider miteinander zu koppeln. So können wir gewährleisten, dass wir immer eine performante und schnelle Verbindung haben. Sollte eine Leitung langsamer werden, wird diese automatisch aus dem Verbund genommen. Daraus ergibt sich zum Beispiel ein Phänomen, dass wir eine Videokonferenz abhalten können und diese ausfallfrei weiterläuft, während draußen auf der Straße ein Bagger gerade das Kabel abgerissen hat. Komplett, ohne Ausfall, ohne Ruckler. Eine AES 256-Bit-Verschlüsselung gilt derzeit als äußerst sicher. Kombiniert man jetzt noch mehrere Leitungen miteinander, so könnte ein potenzieller Angreifer maximal Fragmente eines verschlüsselten Datenstreams abgreifen, mit denen er überhaupt nichts mehr anfangen kann. Kurzum, die Peplink-Technologie macht auch eine 256-Bit-Verschlüsselung noch sicherer. Die Daten sind safe, wenn sie es damit übertragen. Ja, es müssen und sollten auch nicht alle Leitungen miteinander kombiniert werden. Es ist zum Beispiel möglich, DSL- und Glasfaserleitungen zu bündeln, während man LTE-Leitungen, eine oder mehrere, gebündelt zu einem Hot-Failover-Verbund auf Priorität 2 in den Tunnel liegen hat. Und sollte dann die DSL-Glasfaserverbindung ausfallen, so würde dann nahtlos, wie der Name Hot-Failover ja schon sagt, die LTE-Leitung unterbrechungsfrei übernehmen. Unabdingbar. Speziell je größer so ein Netzwerk wird, desto aufwendiger wird die Konfiguration. Möchte ich alleine ein Firmware-Update machen, ohne zentrales Management, muss ich jeden Router einzeln anfassen. Das kann tagelange Fleißarbeit für einen Administrator bedeuten. Ebenso, wenn die Geräte überall in Deutschland oder auf der Erde verteilt stehen, müsste ich als Admin einen Techniker losschicken, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, nur um mich mit der Konsole zu verbinden und an dem Gerät arbeiten zu können. Durch unser zentrales Management in Control 2 können wir das remote. Hauptsache, dieses Gerät kommt online, dann können wir uns auf die Konsole des Gerätes connecten und können arbeiten, wie als wenn wir davor sitzen. Ebenso können wir natürlich auch PCAP-Files remote ziehen, im Wireshark editieren und so weiter und so fort. Also kurzum, ohne zentrales Management macht ein SD-WAN keinen Sinn. Ich kann nur für die technische Seite antworten. Ich bin als Techniker bei einem Distributor angestellt. Das heißt, wir verkaufen nicht nur Hardware. Wir unterstützen unsere Partner bei der Integration, bei Proof of Concepts, natürlich auch in dem kompletten Lebensdauer eines Peplink-Produktes sind wir dafür da. Wir halten Schulungen, wir unterstützen sie, wir lassen niemanden im Regen stehen und wir helfen, wo wir können. Das gilt für alle unsere Partner und Endkunden in ganz Europa.